Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Jawohl, wir sind hier immer noch beim Versuch nach Hause zu kommen. Taylan hat uns verraten. Taylan. Wie auch immer man genau was aussprechen will. Ja, Glückwunsch. Hat da ganze Arbeit geleistet. Bin gespannt, ob da irgendjemand von uns rauskam. Und wer alles nicht rauskam. Ihr kümmert euch mal mit um diese Viecher. Ich lasse euch in Ruhe. Wer von euch Wichser hat mich denn jetzt angespuckt, bitte? Schade, haben wir nicht mehr erfahren, was das ist. Wie weit noch nach oben, Alter? Wo seid ihr denn? Sind wir noch nicht da. Achtung. Nicht so cool. Ja, boah! Was ein Hammerkill. Danke für die Gaben. Der war wichtig. Beutel ist voll, das ist nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Holz würde auch nicht schaden. Und über Munition beschwere ich mich auch nicht im Moment. Heieiei. Digga. Ich könnte ja keine 5 Minuten auf diesem Planeten überleben, Alter. Das sind die längsten 500 Meter meines Lebens, bei Gott. Aber zufällig mal kurz wieder jagen können, ist auch nicht schlecht. Ah, sie sind in der Hülle drin. Trifft irgendwie Widerstand des Verstecks des Widerstands.
Es findet sich in Südostsee des Steinwolkentals verborgenen Hängen des Fluch des Riesen. Alter, schau dir das an. Aber komplett neues Ding noch, Alter. Wir haben hier noch nicht mal alles erforscht. Wir haben hier noch nicht mal alles erforscht. Und jetzt sind wir schon wieder im nächsten Ding da drin, da hinten. Hier hinten gibt es auch noch was, um Gottes Willen. Das hört ja nie auf. Oh Gott. Dieses Spiel wird nie fertig sein. Alter. Hey, na, wer ist denn da? Da bist du ja. Priya hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Navi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Billy. Er ließ sein Leben für mich. Für uns. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch nie an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. Jemanden zu verlieren, ist nie leicht. Glaub mir. Nur das Vermissen... Hallo, was macht ihr denn hier? Ein bisschen nach. So schön, dich zu sehen. Linella? Du lebst noch. Ja. Wie geht es dir? Ganz ehrlich? Nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Sotlek sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Arma kann man ihnen nicht trauen. Und warum? Ich hätte fragen sollen... Aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Vielleicht. Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit. Aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Nur für jetzt. Bis wir es unter Kontrolle haben. Okay. Ich sehe nach Nor. Ich aufhöre zu denken, wird meine... Priya und ich haben die Daten der Seswa mit jedem RDA-Bericht abgeglichen, in dem Sturmgleiter vorkam. Du bist nicht der Erste, der dem schwarzen Wind entkommen ist. Priya denkt, dass Verschmutzung sie in den Kinglor-Wald trieb. Dort wurde ihr Partner von der RDA getötet. Sie rammte einen Skorpion, um ihn zu retten, und wurde vom Rumpf getroffen. Das hast du gefunden. Sie muss so sehr leiden. Ein verständlicher Schmerz. Aber sie verursacht Chaos in der Höhenprärie. Tötet andere Sturmgleiter. Die RDA hat sie vertrieben. Jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie hin soll. Sie braucht ihren Frieden. Ich hoffe, das hilft. Wir brauchen Beobachtungsposten, falls die Kamet-Dire neugierig werden. Kommt hier Jägerkopfschuss? Kopfschutz. Kopfschuss. Meerhirsch. Nee, nicht Kopfschuss, Kopfschutz. Kopfschuss war falsch. Oh Gott, ach, sieht cool aus. Peitschenschwanz. BR-Kriecher. Oh, da haben sie. BR. Break. Chamäleon-Kriecher, das waren die Kleinen, das waren die anderen, die uns vorhin vergiftet haben. Diese ekligen. Die
Elite-Grenadier. Sag mal, es ist echt Wahnsinn, was wir hier durchmachen, alles gerade. So. Ne, wir brauchen keinen Reitschaden. Ja, wird uns leveln, brauchen wir aber nicht. Ergibt keinen Sinn für uns. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Okay. Ich habe den kurzen Bogen gar nicht ausgerüstet, was ein Schwächster ist. So leck. Gut, wählweise. Gib acht. Ja, gut zu wissen. Jemanden zu verlieren ist nie leicht. Glaub mir. Nur das Vermissen lässt irgendwann. Definitiv nicht, aber. Ja, so. Das müssen wir aussortieren, was wir nicht mehr brauchen. So wichtig, wie gesagt, manche Sachen sortieren wir jetzt einfach aus, dass wir ein bisschen Platz haben wieder. Wir müssen kochen, ich habe jetzt viel gegessen. Nach Neues zu sortieren bringt mir auch nie. Oh, oh. Noch Seltenheit, siehst du? Wenn wir irgendwann wieder sagen, okay, wir müssen wieder schauen, dass wir was basteln. Im Moment konnte man uns gerade nichts basteln. Jetzt mal böse. Das sind Sachen, die wir abgeben können. Ja, einmal so um Scheiße. Wenn ich aufhöre zu denken, wird mein Hirn von zu vielen schlechten Erinnerungen überflutet.
Sortieren wir das alles mal kurz aus. So, und dann schaut es schon wieder ein bisschen anders aus hier drin. Ja, kommt man vielleicht hoch. Okay, aber das wollen wir jetzt mal nicht. Wir wollen ja schauen, wie es hier ausschaut. Immerhin hast du es rausgeschafft. Ach no. Es ist völlig wurscht, wann du sie erntest. Es ist völlig wurscht einfach. Ja, ist nicht trocken. Who cares? Ehrlich, das ist... Einmal ist irgendwo da vorne, jetzt sind wir irgendwie vorbeigelaufen. Ah! Für Menschen. Finde ich cool. Na, dann checken wir mal, wie es euch allen geht, würde ich sagen. Hier, sieh dich gerne um. Ja, ich mache das gar nichts aus. Alles klar. Oh, fuck yes. Die 10 bauen wir mal auf 16 aus. Blub. Einfach Schaden von 140 auf 250. Boah. Plus 20% Schaden für 10 Sekunden nach Töten eines Gegners für Wunden Rage verursacht 30% Schaden, wenn deine Gesundheit unter 40. Boah. Junge, das ist keine normale Waffe mehr, Alter. Das ist ein Vernichtungskommando. Huiuiuiuiuiui. Kriegerin? Nee, ich wollte die Jägerin erst abschließen. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Oh, das ist auch nice. Auf dich auf. Danke. Also das Handeln können wir gerne öfters machen.
Mehr Ausrüstung? Nee, danke. Oh, warte, warte mal. Hast du noch irgendwas? Mehr Ausrüstung? Ah, warte, das Magazin wäre nice. Aber gut, wir haben jetzt ordentlich gesammelt, gell? 100 brauchen wir noch für weiter das Magazin, okay. Können wir eigentlich auch verkaufen bei ihr? Ausrüstung? Nee, nur kaufen. Pass gut auf dich auf. Wir müssen alles so schnell wie möglich an den Start kriegen. Alma stirbt. Aber alle trödeln hier noch vor sich hin. %44 leicht verschmutzt. Das kann nicht wahr sein. Was darf es heute sein? Shit, die haben wir auch noch. Ja, ist alles schön und nice, aber nein. Ein guter Look ist nie falsch. Okay, ist voll. Scheiße. Alma geht's nicht gut da hinten. Wo liegt sie? Wir hatten keine Chance. Sie wussten genau, wann sie angreifen mussten. Oh, Scheiße. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen reden. Hey, wir haben unzählbar viele Verletzte. Alma, ist sie? Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Alex? Wird sie es schaffen? Sie muss, aber ich bin keine Expertin für Navi-Physiologie. Hajir wüsste, was zu tun ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Oh nein. Bitte? Hajir auch? Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht. Es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Medikamente helfen kaum. Alle leiden. Und ich kann nicht helfen. Soll ich nachsehen? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Ja. Vielleicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ich muss mich um Alma kümmern. Sorry. Hajir, wenn du das hörst, ich vermisse dich. Kameltier. Habe aber nichts. Quest der verborgenen Clan. Ja gut, da haben wir jetzt natürlich einiges freigeschalten hier. Skillpunkte.
So, sehr schön. Na gut, dann bedanke ich mich kurz fürs Zuschauen. Sagt Charmin V und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann reden wir mal hier mit den anderen noch. Bis dahin, Charmin V, bleibt gesund. Wir sehen uns.